Hallo und herzlich willkommen zurück zu 7 Days to Die mit mir, den Karbin. Ja, wir waren ja letztes Mal hier an Rumwerken. Wir haben uns eine neue Fläche geschafft. Wir haben ja auch so einen extremen Platzmangel hier. Ja, jetzt fehlt uns noch ein bisschen Beton und unsere Metallblöcke hier. Stahlgerüste. Und die sind natürlich oben. Und übrigens, wir müssen ja auch noch oben zwei Sachen einschmelzen und broschieren. Also werden wir jetzt ein bisschen Munition anschmeißen und den Rest der Staffel holen und dann gucken wir weiter. Ich glaube, wir werden den Rest auch gleich wieder in... Ja, der Bisse können wir auch in Sand drin produzieren. Dann passt das schon. Wir brauchen mehr Steine und Sand. So. Den können wir nämlich auch gleich mal vielleicht da oben wieder rein schmeißen. Das muss doch schon ranzig sein. So. Gut. Haben wir das erledigt. So, wie schaut es denn hier aus? Also hier ist fertig. Das ist wirklich fertig. Und hier, seht ihr, da ist der Backfiller. Also wir haben letztes Mal so knappe 60.000 Rinden geschmissen, produziert und ja. Er macht das manchmal, manchmal macht er doch nicht. Ich glaube, wir müssen das erstmal anlaufen lassen und dann müssen wir schauen. Klee, Moment. So, und da bin ich auch, wenn er also die Stimme ist ein Traum. Ja. Und der ist schon wieder weg. Also, ich weiß nicht, an was das liegen tut. Ihr habt es gesehen, ich habe es gerade angeschmissen, gerade mal Pause gemacht, dass ich mir was zum Trinken holen kann. Das hat schon gereicht und das Ding ist im Arsch. Ich weiß nicht, ob es hier dran liegen tut. Vielleicht stellen wir das einfach mal um. Das habe ich noch nicht ausprobiert. Warte mal, wir stellen mal unseren Mischer um. Vielleicht ist es einfach, vielleicht gefällt Ihnen der Ort nicht. Ich habe den noch extra dafür. Ich doch kacke, ich steck doch. Kruzifix. Wir haben uns gerade hier so heimlich eingerichtet. Das ist nicht gut. So, warte mal. Wir bauen das mal schnell ab. Das muss ja an irgendwas muss das ja liegen. Aber das kann ja nicht sein. Wir haben jetzt quasi immer 60.000 Steine, Sand produziert gehabt. Und jetzt nochmal 30.000. Also 90.000 einfach mal so weg. Schön. Herrlich. Herrlich. Ja, keine Ahnung. Müssen wir mal gucken, ob das hier an diesen Ort liegen tut. Vielleicht mag halt nicht. Wenn ich mir nämlich so überlege, das ist nämlich auch hier dieselbe Stelle, wo ständig oben uns die Schoße zusammenkrachen tut. Vielleicht hängt das ja zusammen. Ich weiß es nicht. Wir probieren es aus. Und wenn nicht, dann kommt das eben halt da hin, wo es vorher war. Ich weiß zwar noch nicht wie, aber das kriegen wir schon hin. Das heißt, warte mal. Ah, meine Nase juckt immer noch. Wenn wir einen Durchbruch machen, ja, dann hätten wir dasselbe in schwarz. Nö, pass auf, wir machen das ganz einfach. Wir stellen das erstmal hier hin. Und später quasi müssen wir kicken. Ziehen wir nach unten oder so. Ich weiß es noch nicht. Schauen wir mal nach. So, und jetzt hole ich mir mal. Erstmal muss ich hier ein bisschen Platz machen, also ein bisschen sortieren. So, 6, 12. 6, 12. Also kriegt ihr ja jetzt 12.000. Und dann schauen wir weiter. Warum ist denn das jetzt? Naja, weil ich das so nicht tippen kann. So. 12. Jetzt holen wir uns die Villa und machen die nächsten 12. So. Und dann werden wir schauen. Kicken, ob schauen, ob das so funktionieren tut oder ob einfach das ganze System Arsch ist. Ja. Ja, vor allen Dingen, ich kann mir nicht vorstellen, dass ich der Einzige bin, der diesen Bug hat und jo. Scheint wohl keinen zu interessieren. Also reparaturmäßig und so. Ich weiß nicht, ich weiß nicht, ich weiß nicht.
Los, Schmulz. So, warte mal, wenn er das fertig hat, können wir doch quasi theoretisch schon mal wieder klären schmeißen. Denn wird nicht reichen. Doch, das reicht doch. Gut, dann kann er das erstmal jetzt schmelzen. Also wir brauchen auf jeden Fall mehr Brass. Leider wächst nicht auf die Bäume. Das ist schade. So, wir brauchen mehr Kleenteile. Diese hier. Dann brauchen wir auch mehr Klee. Clay. Aber dazu muss ich erstmal das hier loswerden. So. Das ist Motion. Der kommt bei Motion drin und dann ist es gut. Ja, dann mache ich Clay, dann ist es auch gut. Warte mal, das Metall können wir eigentlich komplett loswerden. Also hier ist ja noch ein bisschen mehr. Gut. So. 1-2 Blei haben wir auch. Von die Batterie letzte Mal, also das können wir auch wieder einschmelzen. Aber wir haben so langsam aber sicher wirklich einen Bleimangel. Also ist ein Traum. Wir können quasi theoretisch, wir haben ja noch ein bisschen Blei in diese Säulen drin. Das war das korrigieren, austauschen. Aber auch das wird irgendwann mal zu Ende sein. Ich gehe davon aus, dass wir später, wenn wir die Treppe hochbauen, will ein bisschen Material kriegen. Werden wir mal schauen. Wenn nicht, dann sieht das echt schlecht aus. Also ich weiß nicht, wo wir das ganze Zeug herkriegen sollen. Und das ist Arschdusch da hier. Warte mal, das muss die nicht. Warte mal kurz. Das muss ich erstmal einstellen. Das ist ein Traum. Entweder ist es zu hell, ist zu dunkel, ist zu hell, ist zu dunkel. Ist besser. Es ist besser. Nicht ganz, aber es ist besser. Alter, was uns das an Metall kosten wird und an Beton, das ist ein Traum. Aber ich habe mich drauf eingelassen. Jetzt ist es zu spät. Das Zeug ist weg. Alter, wenn ihr euch... Wisst, was mir gerade so einfallen tut? Entschuldige, wenn ich das so sagen muss, aber ich glaube, von Erik, das Gebäude passt bei mir rein. Also, bis auf die Höhe. Vielleicht ist es ein bisschen höher oder so. Nö, von der Höhe würde ich auch sagen, fast. Obwohl ich die Falle richtig geil finde von den Bienen, muss ich sagen. Also dafür, dass sie überhaupt noch nicht gespielt haben vorher. Außer Gronkh, der hat mal kurz drin geschaut, aber trotzdem, also das ist schon... Das ist die 7 Days Lernkurve. Hier wirst du nämlich dazu gezwungen. Und wahrscheinlich ist das auch einer der Reize bei 7 Days. Weil wie gesagt, das Spiel ich schon seit der Alpha 8. Oder so, ich weiß es nicht mehr ganz genau. Ist schon eine Weile her. Und ich spiele das Spiel immer noch. Egal, was die manchmal versauen in den Patches oder so, ich spiele das immer noch gerne. Und die haben schon ein paar Sachen hier verschoben, wo man sich sagen tut, hätte nicht sein müssen. Sprich jetzt hier mit diesem Level-System auf eine Art schön und gut, aber dass er dafür... das rausnehmen, dass man die Waffen sich selbst zusammenbauen muss, das halte ich immer noch für eine Fehlentscheidung. Man hätte das schön mit diesem Level-System und was sie halt hier drin gebaut haben, hätten sie schön kombinieren können. Sprich, dass man eben halt doch noch Waffen bauen muss und einschmelzen und quasi die Mods bauen muss in der Forge. Ich fand das damals geil, also dass man da bestimmte Formen brauchte, um bestimmte Sachen zu schmelzen. Sprich, man brauchte ja für jede eine eigene Forge. Man brauchte für Munition eine eigene Forge. Wegen die Formen. Man brauchte für diese die Schossspitzen eine eigene Form und eine eigene Forge. Ich fand das geil. Aber okay. Dann wäre der Raum auch rausgefüllt.
Aber es war cool. Umständlich, aber cool. Mir fehlt es. Man müsste echt, wenn es nicht so kompliziert wäre, ich brauchte mindestens 2, 3 eigenständige Rechner, würde ich das immer so machen. Neues Spiel und die alte Version, wo man das noch spielen kann. Weil, wie gesagt, man kann ja bis zu einer bestimmten Alpha kann man ja noch mal zurückgehen. Da hat man ja noch die Möglichkeit. Und das ist nicht das Problem. Aber ich glaube, das geht bloß bis Alpha 10 oder so. Oder Alpha 8. Ich weiß es nicht. Also die ganz alte Version, wo das noch Richtung Minecraft gehen tut. Also auch blockmäßig. Ich glaube, das kriegst du ja nicht mehr. Es sei illegal. Und das ist nicht Sinn der Sache. Ich bin gespannt, wie viele wir jetzt verbrauchen hier. Also immer waren es ja 97 Blöcke. So. Und jetzt haben wir schon wieder fast 200 Blöcke wieder weg. Ich würde mal sagen, ja, kann man mal machen. Ich wollte gerade so sagen, das werden sie zwar nie sehen, ey, wenn ihr ein Grundstück braucht, wo ihr eure Falle hinstellen müsst. Ich habe hier noch Platz. Man müsste wirklich mal so eine Compilation machen, so eine Art, wie es angefangen hat. Und irgendwann mal, wenn wir sagen, wir hören hier auf jetzt in dieser Season, so Stück für Stück. So dass man sehen, die Fortschritte sehen tut. Und das alles in ein Video. Das wäre cool. Aber da fehlen viele zu viele Baufolien. Also wo man dann sehen tut, da baut er gerade ditte, dann baut er gerade ditte. Das vielleicht in Zeitraffer. Also nicht Zeitraffer, Beschleunigung. Ah, ja. Aber wie gesagt, ich habe auch ziemlich viel rausgenommen in Sachen, ja, Steine wegkloppen oder so. Was gerade nicht so interessant ist, also im Gegensatz zu die Massenkeilereien. Aber hey. So. Das hat uns fast nochmal 300 Blöcke gekostet. Jo, kann man machen, ne? Also das sind auf jeden Fall 300 Blöcke. Nur der Fußboden. So, habe ich, natürlich habe ich den, haben wir jetzt nicht mehr bei. Gut, wir müssen nochmal hoch. Weil mit denen haben wir jetzt doch ein bisschen schneller als hier mit dieser Ratsche. Vor allen Dingen die Ratsche, die brauchen wir ja noch für was anderes. Der ist keine Ratsche, der ist ein Franzose. Whatever. Egal. Wir haben immer noch nicht... Ach, da hinten ist ja auch noch ein Geschenk. Seit 20.000 Folien. Was so langsam abgeholt werden möchte. So, warte mal. Den Hammer. Ist ja Hammer. So. Dann lasst uns mal einen Fußboden verlegen. Dadurch, wenn der Rom jetzt fertig ist, also die zweite Hälfte, sieht man erst, wie massig der Raum ist. Und ehrlich gesagt, wenn man noch eine Etage weiter runter gehen könnte, ich würde tun. Ich würde so ja noch eine Stufe tiefer gehen. Und dann erst hoch. Aber die Entscheidung kam so schon abgenommen. Ich würde mal gerne jetzt so den Querschnitt sehen von diesem Gebäude, was wir jetzt gebaut haben. Ich sag mal so, das wäre ja nicht das Problem. Ich bräuchte jetzt bloß schnell mal DM einnehmen.
den Gott-Mode und dann uns mal kurz in diese Erde rein glitschen. Ich glaube, das werde ich auch mal machen. Wenn wir alle fertig haben, also wirklich alle, werde ich uns mal ins Erdreich rein schmuggeln, um mal zu schauen, wie diese Bienenwabe Richtung Erde aussehen tut. Ist vielleicht auch interessant, mal zu sehen, wie das aussehen tut unter der Erde. Das Ganze. Weil es ist schon gewaltig. Das ist schon. Und ehrlich gesagt, hier für Alpha 18, ich weiß noch nicht mal, in welche Richtung wir bauen. Ich hätte auch mal gerne Lust, eine Burg zu bauen oder so, denn ja. Das hatte ich ja damals angefangen gehabt. In der Alpha 11 oder so. Leider ist es dazu nicht zu Ende gekommen, weil natürlich Update. Und dann war alles futsch. Aber das war auch so ein Mega-Projekt. Dich war aber noch unter einem anderen Namen. Aber dieser Kanal existiert ja nicht mehr. Der wurde mir geraubt. Von bösen Leuten. Und vor allen Dingen, das hat sich noch nicht mal gelohnt. Was hatte ich? Naja, 100 Abonnenten? Ich war nicht der Rede wert. Aber sie haben es trotzdem getan. Die Schweine! Ja, den Kanal habe ich natürlich dann wieder gekriegt, aber eben halt die Videos, die waren alle futsch. Ja. Also ein ganzes Jahr Arbeit, alt, null, nichtig. Naja. Oh, Alter, das sind ja immer noch 2-3 Meter. Wow, ist das spannend. Das ist ja sowas von eintönig. Das ist ja. Also, jetzt weiß ich, wie ich einschlafen kann abends. Einfach mal den Boden belegen bei 7 Days to Die. So, und das ist bloß der Fußboden. Wir müssen noch die Seitenwände ziehen. Das werde ich aber auch offline machen. Ich glaube, ich werde das jetzt so immer weiterbauen und dann immer ab und zu, wie gesagt, ein kleines Update geben, wie weit, also wie ich das immer bis jetzt gemacht habe. Das ist jetzt bloß, weil eben halt Nacht ist und in der Nacht können wir draußen nichts machen, außer ihn auf den Sack kriegen. Und das muss nicht immer sein. So, das heißt, wir müssen wirklich in der nächsten Folge ein bisschen gucken, ob wir wirklich in der Wüste Ölschiefer kriegen. Also bei denen, also das möchte ich jetzt nicht nochmal per Axt rauskloppen. Den Rest, das hat uns jetzt erreicht. Nee, lass mal gut sein. Na komm. Alter, ich hab's geschafft, Alter, meinen Rücken. Aua. Und ich hab aus Versehen auf Mikrofon gedrückt, aber das sieht hier keine Sau. So, jetzt müssen quasi hier die Wände rein. Was natürlich auch wieder Material kostet. So ungefähr. Die Decke muss ja auch noch. Das kann was werden, Leute. Da kommt bestimmt Freude auf. So. Ja, aber das sieht ja eigentlich ratzfatz. So, ist das die Höhe oder
Ach, da ist ja auch noch ein Stück. Das müssen wir ausbetonieren. Ich tue dir keinen Fusch. So. Dann müsste nämlich so. Und dann habe ich mich natürlich eingebaut. Na toll. Warte mal, ist das jetzt... Nee, so ist es. Gut, dann machen wir den Teil so. Müssten wir doch eigentlich besser mit so rankommen als mit der Pistole, ne? Würde ich jetzt sagen. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall ist der Hammer schneller. Alter, weit ist eine Fläche. Gut, bis da oben hin. Der Klotz muss aber trotzdem nochmal weg, weil sonst kriegt er dahinter nicht weg. Betoniert. Alter, wie soll ich denn das machen? Mit dem Hammer. Ich komme da nicht ran. Ich bin zu klein. Nö, ich komme da nicht ran. Hä? Hätte mal vorher machen sollen, ich hält. Naja, zu spät. Ich glaube, die nahe Pistole ist für Höhen besser. Ich glaube, damit würden wir ohne Probleme rankommen. Gut, das heißt, wir müssen nachher noch mal hoch die nahe Pistole holen. Oder beziehungsweise Icke. Ah, zum Glück, nächste Woche habe ich Urlaub und soweit ist er alt im Kasten. Ein wenig das Wasser genießen. Naja, für 3 Tage. Das gönne ich mir mal. Ah. Ach, scheiß was. Es ist zwar eintönig, aber auf eine Art macht es auch irgendwie Lunte. Ich weiß nicht, wieso. Ihr könnt mir ja mal schreiben, wieso. Wieso, Karin, wieso? So, warte mal, wenn wir das jetzt gleich fertig machen, dann haben wir doch... Alter, wir waren richtig produktiv, diese Folge mal. Also so richtig produktiv. Da könnt ihr euch wieder auf die Schultern kloppen. So, warte mal. Machen wir nämlich gleich. Dann haben wir das nämlich fertig. So. Du musst weg. Du musst weg. Da kriegst du schon die nicht starre Bein hin zugucken. Dann haben wir diese Folie, den Boden, die Decke fertig. Nicht die Decke, den Fußboden, die Seiten. Fehlt bloß noch die Decke. Jo. Dann haben wir den Zwischenraum fertig. Des Bahnhofs. In nirgendwo, weil ich natürlich die Seitenwände schon zumache. Gekält. Aber das können wir später wieder, wenn wir uns irgendwas einfallen lassen, können wir das auch wieder freikloppen. Und so ist das nicht. Alter, was das an Beton kostet. Zum Glück haben wir ein bisschen vorbereitet. Tada! Oh, Alter. Jetzt aber raus. Da bohre ich doch... Oh, Alter, das hat... Das hat überhaupt keinen Beton gekostet. Also, das ist ja fast geschenkt.
Gut. Nee, wir müssen noch mal kurz hochkicken, was der Sandsagen tut, den wir angesetzt haben, unseren Test. Ich gehe mal die Treppe hoch, ganz langsam. Quasi Zeitlupe. So. Was sagt denn die Erde? Der Sand. Ist denn der schon fertig? Ey, der funktioniert. Also bis jetzt. Und da funktioniert er auch. Ich glaube, der... Okay. Es ist noch zu früh für eine Beurteilung. Aber wahrscheinlich mag er den Raum nicht da drüben. Das heißt, wir können das hier zumachen. Ja, leck mir am Arsch. Ach, wisst ihr was? Scheiß drauf, wir machen das jetzt zu. Wenn wir schon mal hier sind. Wir werden so oder so nicht mehr hier zurückstellen. Wir werden das dann irgendwo anders hinstellen, aber passt schon. Wir müssen uns bloß noch was mit der Kiste einfallen lassen. Ah, ja. Wir haben da unten noch einen Raum. Ich habe eine Idee. Wir haben doch jetzt hier quasi theoretisch, praktisch hier unten Raum. Wenn ich den jetzt frei kloppen würde. Das wäre doch ein idealer Werkraum. Nein, Gabi, nein, nein. gut, Leute, ich würde mal sagen, ich habe euch lange genug gequält heute. Ja, das muss mal sein, wie gesagt. Ich hoffe, ihr macht euch heute noch einen schönen Tag. Auf jeden Fall besser, als er jetzt war. Denkt an Trinken und ich hoffe, dass wir uns trotzdem nach allen Unannehmlichkeiten nächste Woche wiedersehen. Oder nächste Woche? Morgen. Morgen. Nicht nächste Woche. Morgen. Also ich hoffe, wir sehen uns morgen wieder. Gleiche Quelle, gleiche Welle oder irgendwie heißt es auch so. Ne? Euer Karmin. Bis dann. Bye, bye.